Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Pets, VIP-Pets, Freunde sei VIP-Pets. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Yeah. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Zeit zu kämpfen. Guten Morgen, Onkel. Sieh mal, wer bei mir ist. Onkel? Onkel Fabio! Schrei doch nicht so! Zeit aufzuwachen! Wir haben noch viel zu tun. Sieh mal! Wie lange bist du denn schon hier? Naja, ich bin schon länger da, Schlafmütze. In dem Fall müssen wir Ihnen einen tollen Look verpassen. Ich kann doch zwei meiner besten Kunden nicht enttäuschen. Mit wem willst du anfangen? Ich hab's. Wir werden mit Nila anfangen. Währenddessen kann Lady Gigi mir helfen, meine Followerzahl auf Instagram zu erhöhen. Zuerst einmal müssen wir den beiden den perfekten Look verpassen. Was hältst du von einem lustigen Dot? Das ist lässig und gleichzeitig glamourös. Perfekt. Legen wir los. Für diesen Look benötigen wir einen Kamm, ein paar Bänder, vier Haargummis, Glitzer und ihre Halskette. Legen wir los! Okay, als erstes kämmen wir ihre Haare. Und jetzt teilen wir vorne zwei Partien ab und legen sie beiseite. Den Rest des Haares nehmen wir hinten zusammen und machen einen sehr hohen Pferdeschwanz und wickeln ein Haargummi darum. Okay, bis hierhin, ganz einfach. Mal sehen, was jetzt kommt. Jetzt nehmen wir den Pferdeschwanz und flechten ihn zu einem Zopf. Und dann wickeln wir ihn ganz vorsichtig auf, bis wir einen Dutt rund um das Haargummi gelegt haben. Und danach nehmen wir die zwei Partien, die wir abgeteilt haben, ein Band und flechten einen schönen Zopf. Wenn wir mit dem Zopf fertig sind, binden wir ein Haargummi darum, damit er nicht wieder aufgeht. Und jetzt machen wir mit den restlichen Bändern, die wir noch haben, eine hübsche Schleife um den Dutt. Und jetzt kommt die Halskette. Und nun, um den Look vollständig zu machen, zum Glitzerator. Jetzt ist sie fertig. So, wie lief es bei Lady Gigi mit deinem Instagram? Fabelhaft. Tja, Lady Gigi ist wirklich ein Social-Media-Profi. Welchen Look machen wir? Sie hat ein Fotoshooting im klassischen Look, also werde ich ihr einen klassischen Chignon machen. Entschuldigung, Onkel, was hast du gesagt? Ein klassischer Chignon. Und was brauchen wir alles für diesen Look? Für diesen Look benötigen wir ihre Bürste, eine Haarnadel, drei Haargummis, ein paar Haarspangen, ihre Kette und Glitzer. Legen wir los. Als erstes kämmen wir ihr Haar. Wenn wir damit fertig sind, ist der nächste Schritt ganz leicht. Wir nehmen ihr Haar zu einem tiefen Pferdeschwanz zusammen und befestigen ihn mit dem Haargummi. Okay, und was jetzt? Jetzt teilen wir den Pferdeschwanz in zwei Partien und flechten zwei Zöpfe. Dann befestigen wir sie mit Haargummis. Und jetzt nehmen wir die Zöpfe und überkreuzen sie über dem Kopf. Wie du siehst, haben wir jetzt einen Dutt mit zwei Haarpartien am unteren Ende. Und um die Partien zu befestigen, stecken wir eine Haarnadel auf jede Seite. Seht ihr? So! Und als letztes befestigen wir die Spangen, wo immer es uns gefällt. Und jetzt noch ein bisschen Glitzer, damit der Style super bunt wird. Und vergesst nicht, ihr die Halskette anzulegen. Wir haben den beiden so großartige Looks verpasst. Natürlich, denn mit diesen zwei wundervollen Models sieht einfach jedes Styling spektakulär aus. Lass uns ein Foto für Social Media machen.
Und damit beenden wir das Tutorial, indem wir euch zwei perfekt passende Looks für ganz bestimmte Anlässe vorgestellt haben. Bis bald, VIP-Pets-Freunde. Bis zum nächsten Mal. Neues Haar macht Träume wahr. I love